Und zwar ist es so, dass es eine linksterroristische oder linkskriminelle Gruppe geben soll. Aha, da hast du es direkt relativiert. Alles sehr wild. Wie letzte Woche, die war auch sehr wild. Oh, ich muss sagen, ich freue mich. Also, Tino, dass wir das ja noch schaffen, denn die letzte Woche war, glaube ich, seit 4, 5, 6 Wochen die wildeste, würde Eine ich sehr wilde sagen. Woche tatsächlich. Einige große Themen. Das größte Thema ist natürlich der offene Hörerwunsch, den wir komplett vergessen haben, aber Grey Wolf, Ich habe nicht vergessen, den das wirst du schwebte immer bekommen. so in meinem Kopf. Ich dachte, ja, kriegen wir irgendwann hin. Und da war so viel los irgendwie. Ja, ich habe schon Grey Wirtschaftskrise. Wolf in der Entschuldigungssprachnachricht geschickt, dass ja auch gerade bei mir privat gerade viele Dinge am Passieren sind. Aber ja, das kriegst du. Wir hatten eigentlich auch für heute ausgemacht, dass wir das machen, aber jetzt ist heute halt schon morgen. Wir haben jetzt Aber 0:15 es ist Uhr. trotzdem um 12. Wir machen immer um 12 Podcasts. Heute Das halb mal nachts stimmt. um 12. Ja. Es ist halt heute eine Late-Night-Ausgabe, liebe Leute. Hallo. Also ich bin heute auch wieder müde, aber anders müde. Ich bin vom Tag schon Ja. geschafft. Ich habe auch Nicht. ich hab wenig geschlafen schon, das fing es schon an. Mein Bruder hatte Geburtstag, wir waren halt irgendwie Bubble Tea trinken und so und Kuchen essen. Und jetzt war noch Grillabend halt mit ein paar eingeladenen Leuten und so. Und jetzt bin ich halt vom Tag einfach ein bisschen müde. Aber ich wollte diesen Podcast unbedingt machen, weil es sind so krasse Sachen passiert. Auch die mich ins Wanken gebracht haben, muss man dazu sagen. Ich will auch nicht zu tief rein, aber ich teasere schon mal an. Als du den letzten Podcast auf Instagram gepostet hast, habe ich noch geschrieben: Aha, diese Musik von diesem Vergewaltiger verwendest du hier. Aber das war doch noch gar nicht zu der Zeit, oder? Das war Doch, das kam irgendwie einen Tag, bevor wir den letzten Podcast aufgenommen haben, kam das quasi groß krass. raus. Habe ich einen noch nicht mitbekommen, wahrscheinlich, Na, oder weiß ich nicht. es hat über diese Zeit jetzt so, diese Woche ist es richtig Letzte Woche war es ja aufgepoppt. eigentlich noch, dass Lindemann von der Bühne gestürzt ist. Jetzt ist er halt völlig abgestürzt, ne? Ja. Im Ansehen vieler Fans. Da kommen wir gleich dazu. Kommen wir gleich, das war jetzt nur so ein Teaser. Wir reden heute viel über Vergewaltigung. Yippie! Nein, erstmal ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Schön, dass ihr da seid. Wir sind Earth Wall Inside Fucking Bad. Was steht Das da? ist Death Rally Suicide. Ah. Eine Band aus der Umgebung. Hier, die ist aber. Gibt es die noch? Ich weiß gar nicht. Liebe Grüße an Death Rally Suicide. Hat die Karriere Suicide begangen vielleicht? Nee, es war eher so, dass sie, glaube ich, einfach ausgeschlichen sind. So, wir treffen sich immer weniger live spielen. Das war so einer der ersten Faul so geworden. Metalcore- oder Deathcore-Bands, die ich gehört habe, die ich ganz spannend fand. Nur weil ich halt die Musiker aus der Band kannte. Und Robin. Und Robin. Und was hast du heute an hier? Ich I habe love. ich Döner Neukölln. Ach so, da bist du heute Und ich hoffe, Neukölln. also ich glaube, ich hatte dieses T-Shirt gestern schon an, was ich äußerst selten mache, weil ich immer ja penibel auf meine Hygiene acht gebe, aber die letzte Zeit ist halt einfach, weißt Ich jeden Tag T-Shirt du? wechseln, Ja. das mache ich nicht ganz. Ah, ja, Ich ja, trage ja. manchmal Naja, zwei, gut, drei aber du Tage. fährst vielleicht auch nicht Skateboard und so, weißt du? Also, Nee. das ist mir dann zu räudig, dieses versüffte Shirt nochmal anzuziehen und so. Wenn es ganz heiß ist und ich übel schwitze, wechsle ich auch jeden Tag oder alle 2 Tage. Aber sonst normal eigentlich Ja. schon, zum Beispiel auch 3 Tage. Der Podcast ist noch nicht vorbei, aber wir können an dieser Stelle vielleicht schon mal wascht euch sagen. Ja, wascht euch. Und eure Klamotten. Ich habe es in irgendeinem TikTok, wurde mir zugeschickt oder wurde mir gezeigt, habe ich gesehen, dass einer empfiehlt, man soll echt nur ganz, ganz wenig Waschmittel nehmen. Die verarschen dich nur mit diesen Angaben immer, weil die wollen, dass das halt leer Klar. wird. Und kalt waschen wäre das Ding. Kalt waschen ist erstens energieeffizienter und zweitens reicht es wohl völlig aus. Ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht Ein überprüft. Sperma geht besser raus. Aus kalten, echt? Also mit kaltem. Ah, gut zu wissen. Aber ich habe halt, wir machen immer Eco, ja, also dieses Eco-Programm, 40 Grad und so, weil Unterwäsche soll ja auch, dachte ich, warm Ach gekocht, so, warm warte gemacht mal. werden. Ich war jetzt halt auch bei Waschen, also beim Sichwaschen und nicht beim Wäschewaschen. Nicht einmal Wäsche waschen. Aber bei Sichwaschen auch, der typische Mann, ja, jetzt denkt man wieder schön in Stereotypen, der typische Mann hat genau wie ich eine so eine Shampoo-Flasche und die wird für alles genommen, weißt du, da kannst du zur Not, machst du auch ins Auto rein, ist zur Not auch Sprit, das ist für den Kopf, für den Für Körper, einen Kaffee für morgens, ja. alles. Und Zahnpasta. 65 Cent, Alter, gut. Ja. Nee, nicht ganz. Also klar, ich habe jetzt auch nicht 1000 Shampoos für Haare und Schamhaare und Achselhaare und so und Mundbereich. Nee, ich habe auch nur eins. Aber Wäsche waschen mache ich schon noch mit extra Waschmittel und so weiter. Und ja, ich habe es gehört, offenbar kalt waschen. Was ist denn eure Meinung zum Waschen? Wascht ihr kalt, wascht ihr warm? Und ich dachte halt, dass Unterwäsche warm gewaschen werden muss, dachte ich immer. Hätte ich jetzt auch, also ich glaube, das ist Quatsch.
Also ich glaube schon, dass, und ich würde auch das Wort Glaube streichen und sagen, ich weiß, aber korrigiert mich gerne, dass bestimmte Bakterien ab einer gewissen Temperatur erst weggetötet werden. Haben die nicht auch früher einfach nur in Flüssen ihre Sachen gewaschen, die Ja, Leute? Das und ging ja früher auch haben gut. die Lebenserwartung von 30 Jahren gehabt. Ja, gut. Früher war alles besser. Also seine Vor- und Nachteile, sage ich mal, ne? Ja, früher gab es zum Beispiel keine creepy alten Männer, die Wollen wir schon ihre einsteigen? jungen Frauen oder die. Wollen wir schon einsteigen? Ich glaube schon, dass es das früher sehr viel gab. Naja, aber die waren halt 30 Das und dann stimmt. sind sie gestorben. Und Nein, nicht natürlich. Es 60. gab auch die adeligen Leute, die älter geworden sind als das. Aber dann war es ja auch normal, dass die mit 12 irgendwelche Jungfrauen geheiratet haben, die halt von irgendeiner Familie feilgeboten Es war eine wurde. andere Zeit. Was Ja. willst du machen? Schickst du Gute nicht alte hin? Zeit, ne? Ja, Das kennt komm. man ja. Es Früher war war nicht alles alles schlecht. Es war nicht besser. alles schlecht. Wir müssen darüber sprechen, dass einer meiner Lieblingsbands, ja Rammstein, jetzt auf dem absteigendsten Ast überhaupt ist. Ja, ich bin ein Riesenfan, immer schon gewesen und so, und es tut mir im Herzen weh, weil mich hat es bisher selten betroffen, wenn irgendwelche Arschlöcher groß geworden sind. Robert reibt sich hier schon Ich die Arme. reibe die Hände nur, um Seele. sagen zu können, ha, jetzt sind die Onkels besser. Die haben eine reinere Weste. Also musikalisch gesehen werden Rammstein groß bleiben, aber ich weiß auch nicht, ob ich es weiter hören möchte. Was ist passiert? Es soll eine sogenannte Row Zero geben, Naja, also die gibt's auf jeden ja, die Fall. gibt es. Also da gibt's gar keine Okay, Debatte. ich spreche jetzt weniger an diesem irgendwie distanzierten Journalistin-Wäsch, sondern es gibt diese Row Zero bei Konzerten. Das heißt, schöne Frauen werden gecastet über Instagram oder auch vor Ort Von einer Melina oder wie sie von heißt. einer Assistentin von Till Lindemann, dem Rammstein-Sänger. Und die schönen Frauen dürfen in diese erste Reihe quasi kommen und werden dann Die eingeladen nullte Reihe, das ist ja in die wichtig. Da gibt nullte es Reihe. vorne Wellenbrecher und so, wie man es halt kennt. Und dann ist da dieser Bereich vor dem eigentlichen Publikum. Wenn du zwischen, naja, hoffentlich 18 und Mitte 20 bist, darfst du halt da mitkommen. Und dann geht es halt in Backstage-Partys nach den Konzerten. Übrigens, nicht nur Rammstein, auch bei Lindemann-Partys, der ist auch auf Solo-Tour, gab es eben so Aftershow-Partys halt, wo es schon um Sex gehen soll. Also da gibt es auch Drogen, Alkohol und so weiter und viele junge Frauen. Und die werden wohl auch zum Teil eingeladen unter der Prämisse, wenn du offen bist, prinzipiell Sex zu haben mit den Leuten dort, darfst du auf die Party kommen. Und da haben wohl auch viele Mädchen ja gesagt. Was nicht heißt, dass sie es auch müssen, aber sie haben erstmal gesagt, okay, ich bin dafür offen. Und sie müssen sich sexy anziehen, also sehr knapp und so weiter, viel Brüste zeigen, dürfen auf die Viele, Party alle gehen. fünf. Alle fünf. Je mehr Brüste du hast, desto besser. Und jetzt gibt es eben unterschiedliche Geschichten, ne? Die einen sagen eben, dass, wobei man kann sagen, was alle gleich sagen ist, dass da Drogen verabreicht werden und Till Lindemann fragt sich eben dann auch nach Geschlechtsverkehr so und da gibt es eben manche Frauen, die sagen, er war cool, als sie Nein sagten. Manche behaupten, er hätte dann Sachen um sich geschmissen, wäre wütend geworden. Vielleicht stimmt auch beides, ne, je nachdem, was er für eine Stimmung hatte. Jetzt kommen halt viele Stories raus, aber angefangen hat es durch eine gewisse Shelby, Shelby auf Twitter, eine genau, irische Instagram. Konzertbesucherin, die gesagt hat, sie ist ohnmächtig geworden. Wenn du eben von Drogen gesprochen hast, so richtig bestätigt ist das nicht, aber Alkohol auf jeden Fall. Und das ist natürlich ein Genau. Setting, wo das prädestiniert dafür ist, dass da auch Ja. andere Sachen fließen. Und ich vergesse immer wieder den Namen, aber diese Band hat so einen Rammstein. Tourbegleiter. Nee, die hat so einen Tourbegleiter, der heißt irgendwie Leo Schmotz oder was weiß Nennen ich. wir ihn einfach Leo Schmotz, komm. Leo Schmotz, ihr könnt es selber recherchieren. Und der ist selbst unter den Fans nicht beliebt, hieß es. Der ist 42, das weiß ich, das habe ich mir gemerkt, aber wie er heißt, keine Ahnung. Und der ist da wohl auch immer mit verwickelt. Und korrigiere mich, wenn ich das falsch verstanden habe, aber es ging schon teilweise darum, dass während der Konzerte unter anderem aus der Row Zero Leute, irgendwie wenn so ein Remix oder so von Deutschland gespielt wird, wo aber Till selber nicht auf der Bühne ist, dass er quasi in diesen 10, 15 Minuten kurz mal unter die Bühne huscht Ja, so und dann, Konzertpausen haben sie auch gesagt, genau, und genau. dann da wird er halt kurz gebumst und dann geht's weiter. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, dass da diese blutjungen 20-jährigen Frauen ihr großes Idol, was natürlich erstmal ein Machtgefälle darstellt, ja, Na ihr klar. großes Idol sehen, ja, und sich denken, ach, der ist so geil, aber spätestens, wenn du unter diese räudige Bühne gehst, ja, wo irgendwie die Pyrotechnik seit Stunden alles verkohlt und verschwitzt hat, und dann kommt dieser 60-jährige, mittlerweile wollüstige, aber auch wohlgeformte, schwabbelige Körper darunter, der komplett verschwitzt und verrußt ist, und dann liegt da irgendwie so eine Heroinmatratze und dann heißt es, ja gut, warte mal, wir haben jetzt 5 Minuten, los geht's. Also da ist das doch schon mal nicht das allerattraktivste Setting. Und da Wahrscheinlich muss nicht. die ein oder andere Person Nein gesagt haben, wo es dann zu Raufhändel gab und kam. Und da wurde
mir mehrfach reingespült, dass halt dieser Leo Schmotz, wie auch immer er hieß, diesen Frauen teilweise gesagt hat, komm mal unter die Bühne, aber es geht nicht um Sex. Und gleichzeitig aber diesem Till gesagt hat, die hat ja consented. Komm mal mit, es geht um Sex. Ja, ja, genau, komm mal mit, die hat consented, los geht's. So dass diese zwei komischen verschiedenen Perspektiven aufeinander prallen. Also ist auch Till nur ein Opfer seiner Umstände. Das nicht, aber man muss sagen, wenn er halt erstmal eine sexuell aktive Person ist und mit consentenden Personen schläft, dann ist das ja nicht weiter schlimm. Ja. Aber zumindest kann man sagen, dass dieses ganze Konzept der Row Zero und das daraus folgende Machtgefälle von, das genau. ist ein weltweit bekannter Star und das sind, also mit 20 bist du halt volljährig, aber trotzdem noch nicht so helle vielleicht. Oder auch 18 und vielleicht auch jünger, ja. man weiß es nicht genau. Also sie haben wohl oft gefragt, aber es nicht überprüft teilweise, ob die 18 waren. Und er hat bis dahin irgendwie dieses, er hat ein Zero Row und so und Sexpartys, wo ich, sage ich auch noch, okay, wenn das consensual ist, ist es irgendwie okay, ich finde es irgendwie komisch, aber es, was will ich denn verurteilen, wenn die jungen Frauen freiwillig mit ihm schlafen wollen, alles cool. Aber es gab wohl die Geschichten, dass wohl manche Frauen am nächsten Morgen einfach aufgewacht sind, dann konnten sich einfach an, nichts, so. An nichts mehr erinnern aufgewacht. Nach der Party und ja. hatten wohl viel getrunken, K.O.-Tropfen vielleicht und andere Drogen, ohne es zu wissen. Was aber nicht jetzt von Till persönlich kam, sondern vielleicht auch von der Crew, weiß man nicht genau. Und Shelby ist eben mit blauen Flecken aufgewacht. So, ja, die hat ja am Bein so ein großes Ding, wo man sagen muss, okay, das ist erstmal da und ich bestreite das auch nicht ab und ich will die da auch nicht diskreditieren. Ja. Aber so richtig sagen, wie das passiert ist, kann sie ja auch nicht. Und ja. Und das kann ja auch durch einen Sturz oder sowas, ne? Genau, wenn du auf Rammstein-Konzerten bist, hast du auch mal blaue Flecken, so. Es gibt natürlich auch immer Gegenstimmen, die auch versuchen, das zu verteidigen so ein bisschen, die man sich auch anhören kann, aber auch nicht muss, ne? Hm. Und wo auch viele sagen, naja, die Shelby war halt auch vorher schon betrunken, hat alle Leute irgendwie belästigt und gestört und so. Blaue Flecken kamen von Pogo vielleicht auch und sie nimmt wohl auch Medikamente, die mit Alkoholmischungen auch dafür sorgen, dass du ausgenockt wirst. Kann ja alles sein, aber auch andere Frauen haben ihm berichtet, dass sie Ähnliches erlebt haben. Manche beschreiben, es ist schön gelaufen, manche beschreiben, es ist scheiße gelaufen irgendwie. Und es ist aus mir schön rausgelaufen, als Till mit mir fertig war. Nee, manche meinten auch irgendwie, er wollte Sex, dann haben sie gesagt, nein. Er meinte, na, alles cool, ich will noch einen Drink haben, alles war gut. Gab's eben auch. Willst noch einen Bill Cosby Drink haben? Ja. Dann wird das schon mit dem Sex. Das gab's eben auch, ne? Das ist halt ganz, ganz schwierig. Und viele Nachrichtenportale haben auch dann sofort geschrieben, dass Till Shelby vergewaltigt hätte, wo sie aber gleich gesagt hat, das stimmt nicht, hat er nicht gemacht, hat mich nicht angefasst, er war sehr respektvoll, aber trotzdem bin ich halt aufgewacht und es war nicht cool. Jetzt melden sich halt immer mehr Frauen. Ich will einfach nicht mehr aufwachen. Ich kenne dieses Gefühl. Genau. Jetzt kommen halt viele Frauen, die eben Schlimmeres berichten und so weiter. Und das erste Statement der Band war, wir wissen von nichts. Auch von irgendwelchen Ermittlungen wissen wir nichts und so weiter. Gab es dann nicht doch das Statement noch, ja, der Till, guck doch mal, was das für ein geiler Typ ist. Der muss nicht Leute betäuben, um Sex zu bekommen. Es gab es von so Fans, die ihn verteidigen wollten. So. Nee, ich dachte, das wäre ein offizielles Statement gewesen irgendwie. Habe ich nicht gelesen. Der Till kann sich in keine Richtung drehen, wo keine Waggotze auf ihn gesprungen hat. Nee, es gab noch ein anderes Statement jetzt einen Tag später quasi, wo sie schreiben, zu den im Netz gesinnten Vorwürfen zu Vilnius, also der Ort, wo Shelby halt gewesen ist, können wir ausschließen, dass es sich, was behauptet wird, in unserem Umfeld zugetragen hat. Genau, wir sind unseren keine Ermittlungen dazu bekannt. Das war das erste Statement noch gewesen. Ja, gut, keine Ermittlungen bekannt, okay, genau. Gut. Und jetzt im zweiten Statement kam sowas wie, wir nehmen das ernst und bitte nehmt auch die Frauen ernst, die ihre Perspektive teilen und so. Wir werden da irgendwie ermitteln und gucken, was passiert. Und das fand ich ein okay Statement, wenn sie nicht noch angehangen hätten. Bis dahin sind wir unschuldig, so, weißt du, irgendwie, auch wir haben Recht irgendwie auf Unschuldsvermutung, wo ich dachte, na komm, ihr seid gerade irgendwie in der Position, Täter sein zu können, der Satz hätte nicht sein müssen, wir sind erstmal unschuldig, bis wir irgendwie angeklagt sind, hätte nicht sein müssen. Was haben sie geschrieben? Sie haben auch erstmal Recht auf Unschuld und so. Fand ich jetzt in dem Zusammenhang nicht so glücklich gewählt. Also, ich bin natürlich auch immer eine Person, die sagt, okay, das hören wir uns alles an, das ist schön, aber das soll rechtmäßig untersucht werden und dann sehen wir weiter. Ich glaube trotzdem, dass diese Band too big to fail ist und dass da so viele Anwaltskosten vollgepumpt werden können, dass denen nichts Großes passiert. Deswegen sage ich jetzt unsere große Gegenbewegung, Leute, der Till, ja,
dem wird das nichts anhaben und die Band wird dadurch nur weiter so einen rührigen Ruf haben. Ich glaube nicht, dass sie groß drunter leiden. Und deswegen müssen wir zur Counteroffensive übergehen. Wir müssen einfach im Moshpit mehr Sex haben als Till. Und deswegen treffen wir uns da jetzt alle, machen schön Moshpit, wird aber keine Wall of Death, sondern alle ziehen sich aus und dann wird da gebumst und dann sieht er und auf Till der Bühne. Darf nicht mitmachen. Genau. Dann sieht er auf der Bühne, die haben da Spaß ohne mich. Dann kommt er runter und sagen wir Edge Badge. Ja. Nee, das ist jetzt unsere Row minus 1, da kommst du nicht rein. Du musst erst auf einer Liste stehen. Ja. Ja. Das ist zu alt, Entschuldigung. So, und da, so kriegen wir nämlich dran. Und das ist dann Justice. Aber ich denke nicht, dass die Band davor in ungeschadet davon kommt. Man muss auch dazu sagen, dass es auch sich nur um Till handelt, ne, und seine AssistentInnen. Mhm. Die Band an sich, die war wohl bei den Partys nie anwesend. Weiß man das schon, ja, weil das habe ich so noch nicht geschrieben. Gelesen. Das berichten eigentlich viele Frauen, dass sie halt immer nur Till gesehen haben und dass die Band das gar nichts angeht. Weil soweit ich weiß, zumindest dieser Leo Schmotz, der da engagiert ist. Der ist ja nicht Teil der Band, der ist ja Teil der Ja, aber die ganze Band hat ihn ja irgendwo unter Vertrag und. Also, ich weiß jetzt, wenn ich den Namen wüsste, könnte ich den jetzt nochmal googeln. Hm. Ich habe vorhin nicht gefunden, ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so wichtig, aber der hat noch anderen Dreck am Stecken. So, und das ist ein offenes Geheimnis, so, dass der sehr shady ist. So. Ja. Und wenn man den halt bei sich hat, dann so. Ne? Und jetzt jedenfalls, also ich bin gerade dabei, Obi Rammstein gerade mal nicht zu hören, um zu sagen, okay. Mal gucken, mal ein bisschen Detox. Ja, ich fühle mich gerade nicht so wohl damit und es betrifft mich halt jetzt zum ersten Mal selber. Was man noch hinzufügen kann zu der Sache ist, dass Lindemann jetzt auch seinen Verlag verloren hat. Er war ja auch Autor für Gedichtbände. Und ich würde ganz kurz ZDF heute zitieren. Nämlich Kiepenhauer und Witch. Die haben geschrieben, im Zuge der aktuellen Berichterstattung haben wir Kenntnis erlangt von einem Porno-Video, in dem Till Lindemann sexuelle Gewalt gegen Frauen zelebriert. Ey, Alter, das, er macht nichts anderes in seiner Musik und seinen Gedichten. Hat er die nicht mal gelesen, bevor er das veröffentlicht? Naja. Mhm. Und dem das 2013 im Verlag Kiepenhauer und Witch erschienene Buch in stillen Nächten eine Rolle spielt, schrieb der Verlag. Lindemann habe für den Verlag unverrückbare Grenzen im Umgang mit Frauen überschritten. Das ist spannend. Also erstens, lest ihr nicht mal die Bücher, die ihr da eigentlich veröffentlicht in eurem Verlag. Natürlich hätte da Gewalt an Frauen irgendwie in den Gedichten zelebriert. Was man aber, wie ich finde, nicht in die Debatte einbeziehen sollte. Klar, man kann Künstler und Kunst nicht immer trennen. Es kann auch auf den Spiegel in die Seele sein. Aber jetzt zu sagen, ich habe es immer gewusst, Till schreibt ja auch solche Gedichte, finde ich schwierig. Und spannend. Ja, solange es halt auch noch nicht bestätigt ist. Ne? Genau. Also wenn irgendwie ein Gericht dazu kommt, da sind Dinge passiert. Ich bin trotzdem dafür, erstmal den Frauen zu glauben so und erstmal sie vor allem anzuhören und so und zu gucken, wie man Täterschutz betreibt. Aber was in dem Statement spannend ist, sie haben geschrieben, dass sie Kenntnis erlangt haben, dass ein Buch, was bei ihnen veröffentlicht worden ist, in einem Buch, einem Video eine Rolle spielt. Und ich habe das Video gesehen und Till hat quasi ein Loch reingemacht in das Buch, seinen Penis durchgesteckt und da hat Frauen irgendwie dann blasen lassen. Und das fanden die halt nicht gut, die von dem Verlag. Das stellt das dieses Buch dann in einem schlechten Licht dar. Da gehen die Verkaufszahlen zurück. Dann nehmen wir es lieber raus. Voll. Ich habe es auch gelesen, das Buch damals. Aber ist das dieser Gedichtband, wo auch dieses berüchtigte Vergewaltigungsgedicht drin ist? Oder? Er hat drei Bücher geschrieben, glaube ich. Ich glaube, das war erst 2020 rausgekommen, so wie ich das gelesen habe. Es gab in stillen Nächten, es gab Messer und ich glaube noch eins. Und ich weiß aber nicht, welchen es drin war. Ich muss sagen, dass diese Lyrik bei, also dieses eine Gedicht, das war halt einfach scheiße. Ja. Aber. Da waren Texte dabei, wo ich mir auch sage, naja, das ist aber ein bisschen einfach gemacht. Ich finde auch Till hat textlich eh ein bisschen irgendwie. Naja, wenn man halt auch nur den Text sieht, wirkt das ja ganz anders, als wenn es gesungen ist. So, du, wenn der du Text. Du hast mich gefragt. Wenn man das als Gedicht liest, ist es halt super scheiße einfach. Es kommt auch. Aber ich würde trotzdem jetzt Texte haben, also auch, wie heißt sie? Dicke Titten. Nee, eine YouTuberin. Bosetti, die ich sehr gut finde, Bosetti. Rosetti? Nee, Bosetti, wir reden, hat die als Rubrik. Die hat auch so gedroppt kurz, jetzt hatte mein Statement irgendwie mehr Text als eure Songtexte so. Hm. Stimmt nicht ganz, also ich muss auch sagen, sie haben auch richtig gute Texte, die auch sehr tiefsinnig sind und sehr lyrisch und so. Es gibt eben auch Texte, wie du hast, die halt sehr einfach sind und die erst mit der Musik richtig cool sind und nicht, wenn du sie halt nur liest. Ja, Till ist ein Ferkel und... Naja, also ich habe immer noch keine finale Meinung und also ich finde es halt ein bisschen dumm, wenn man sagt, Pornodarsteller ist cool, aber wenn ein Musiker jetzt ein Porno dreht, ist dann nicht cool. Das ist ja eh klar. Das ist halt irgendwie eine dumme Debatte. Das ist Quatsch. Und hier bei der Sache sage ich klar, erstmal alles anhören, alles recherchieren, alles investigaten und dann weitersehen. Mhm. Aber was auf jeden Fall klar ist, ist, dass diese Row Zero existiert, dass es creepy ist oder zumindest halt...
moralisch fragwürdig, sage ich mal. Mhm. Warst jetzt auch kein überrascht bei Rammstein. Du stehst halt auf solche asozialen Menschen, Tino, das akzeptiere ich. Also ich hatte immer das Gefühl, dass Rammstein relativ... Ich habe ja immer dieses Gütesiegel von mir, Feinies sind, mhm, weil die ja eigentlich mit Skandalen jetzt wenig aufgefallen sind. Die haben irgendwie alle normale Leben und so und haben gute Ansichten so gegen Rassismus und gegen Homophobie und so. Auch in Russland haben sie sich ja auf der Bühne geküsst. Der ist gegen Rassismus, der kann nicht Vergewaltiger sein. Nee, das nicht, aber sie wirkten halt immer relativ irgendwie bodenständig. Auch Till selber, der hat ja auch irgendwie Bücher veröffentlicht und auch mit hier von der Kelly Family so ein Buch gemacht. Und er wirkte auch in Interviews immer sehr bodenständig und so sehr, sehr, sehr zurückhaltend und so und lässt halt die Sau auf der Bühne raus, so als Künstler, hat eine Kunstfigur. Der hat bestimmt die ganze Kelly Family durchgebumst. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Den Vater gleich 20 Mal. Nochmal eine extra Row wahrscheinlich. Und dass das rauskam, hat mich echt überrascht, trotz allem. So klar, dass da Sex, Drugs, Rock'n'Roll passiert, ja, bei solchen Konzerten, keine Frage. Aber ich dachte halt, dass sie mit Konsens arbeiten. Ich hoffe, dass es halt, also es wird nicht rauskommen. Ich hoffe, es wird rauskommen, dass er halt echt scheiße gebaut hat. Und das nervt mich halt übelst. Und das finde ich kacke. Und mir tun die Opfer sehr leid und hoffe, dass sie irgendwie daraus profitieren können und stark wieder herauskommen. Fuck, nee, das kann ich nicht sagen. Wenn ihr es verarbeitet habt, kommt in Moshpit und wir machen, egal. Schwierig. Ja, das habe ich jetzt gesagt, das hat Tino nicht gesagt. Nee, ich distanziere mich ganz doll davon. Ja, also ähnlich wie dieses Bild vom verschwitzten 60-jährigen heranschwabbelnden Till ist das Bild, was sich ergibt, wenn man das neue Gollum-Spiel sieht, das will ich zumindest kurz ansprechen. Habe ich auch gesehen, ja. War diese Woche in aller Munde in seiner Schlechtigkeit, es ging auch letzte Woche schon los, aber ich glaube, ähnlich wie dieses Thema hat sich das diese Woche mehr hochgefahren, weil alle sich in ihren Video-Essays drüber lustig gemacht haben und ich will es zumindest mal erwähnen. Ja. Was ist passiert? Keine Welt hat dieses Spiel gebraucht. Es ist halt The Delic, ein deutsches Studio, hat das gemacht, die normalerweise Point-and-Click-Adventure machen, die eigentlich ziemlich gut sind und die haben hier ein total schnödes, du spielst da den Alltag von einem Sklaven sozusagen. Geh in diesen Käfig rein. Geh hier rüber, besorge dir etwas zu essen, da vorne beim Ausschank und so. Und das Gollum sieht halt super scheiße aus, das ganze Spiel sieht scheiße aus, kostet 60, 70 Euro. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Der Fail der Woche quasi. Ja, und ich finde witzig, dass sich das einreiht in eine große Liste von AAA-Spielen, ja, also die großen AAA, kennst du ja aus dem Filmbusiness wahrscheinlich, wo die Spiele released werden und dann kurz danach so eine große Entschuldigung. Da gibt es mittlerweile so auf Twitter, das wird immer größer, so ein großes Banner, so ein Riesenbild quasi, wo die einzelnen Entschuldigungen von Redfall, von der GTA Definitive Edition, von Cyberpunk, von Gollum und diese ganzen Spiele, diese Entschuldigungen nach Release. Hoch, wie konnte das denn passieren? Ich weiß auch nicht. Hauptsache, sie haben das ganze Vorbestellergeld schnell einkassiert. Hoch, wir haben das Spiel veröffentlicht und haben nicht gemerkt, dass es scheiße ist. Ja. Und deswegen, Leute, bitte, wenn ich das bei Dragon's Dogma 2 schaffe, dann schafft ihr das auch bei irgendeinem Spiel. Bestellt nicht vor, wartet doch einfach ab, bis es rauskommt und kauft es nicht blind. Zumindest bei Cyberpunk muss man sagen, jetzt 2 Jahre später haben sie die Kurve halbwegs gekriegt und das Spiel spielbar und gut gemacht. Und dann kann man es immer noch kaufen für einen schmalen Taler. Ist ja lächerlich, ich hätte mal von einer Band veröffentlicht ein Album und fügt dann noch Songs hinzu, tauscht die wieder aus und sagt, ja, ihr müsst noch was verbessern und so. Sorry. Huch, in Song 5 kam auf einmal so ein Scratch und dann ist es auf Song 6 geskippt. Mhm. Ja, das patch mal nach. Lächerlich, finde ich auch ein bisschen lustig, weil also zu unserer Zeit, also als ich noch aktiv gezockt habe mit PS2 und so, konnten die ja gar nichts mehr bearbeiten. Ne? Die mussten halt das Spiel rausbringen, da war es halt irgendwie draußen. Und jetzt habe ich das Gefühl, also ich jetzt als Außenstehender, dass die bewusst unfertige Spiele rausbringen, erstmal um die Kohle einzufahren, um dann noch zu sagen, okay, wir können auch noch ganz gechillt den ganzen Scheiß rausmodden oder patchen, wie das heißt. Ja. Finde ich halt immer sehr, sehr schade, sehr, sehr schade, aber der Trend geht hoffentlich irgendwann mal weg. Also es ist immer noch meine Hoffnung, auch wenn es gerade unrealistisch ist, weil wie gesagt, die Leute kaufen halt blind, oh, das Neue, was auch immer. Und dann wird es direkt vorbestellt und tja. Ein Trend, der auch weggegangen ist, ist Gewitter im Kopf. Gewitter im Kopf? Gewitter im Kopf. Okay. Ein YouTube-Duo mit dem ehemalig, muss man sagen, Tourette-kranken Jan und dem... Ehemalig? Was ist denn hier los? Und Tim, sein besten Freund, die haben ja so ein bisschen Sichtbarkeit und Toleranz schaffen wollen für Menschen mit Tourette-Syndrom, von dem halt Jan sehr stark betroffen war, schon lange. Und haben halt immer gemacht, irgendwie mit Tourette Fußball spielen, mit Tourette irgendwie Haare schneiden, mit Tourette kochen, was echt... Mit Tourette haben. Quasi, was immer witzig war.
Und auf einmal gab es die Möglichkeit für Jan, also den, der Tourette hat, eine OP zu machen. Lobotomie. Das Tourette wohl schwächen könnte, schwächen kann. Und tatsächlich war die OP ein voller Erfolg. Und ich finde es halt spannend, weil er früher immer noch gesagt hat, er wird an sich nichts ändern, Tourette gehört zu ihm und so. Ja, die Gisela, ja, haben sie das ja genannt, die Erkrankung. Und da gab es die OP und er hat echt kaum noch Ticks. Also ich hätte noch jetzt das Abschiedsvideo gesehen, wo sie echt geschrieben haben. Abschied von Gisela. So, das war es von uns, so in der Art. Und tatsächlich wird Jan aufhören, also der das Tourette hatte, der will jetzt einen normalen Beruf lernen und sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen, macht Social Media nur noch irgendwie privat als Hobby und kehrt YouTube den Rücken. Aha. Und eigentlich war ja er Mittelpunkt des Kanals irgendwie. Ne? Klar war das irgendwie mit Tim auch ganz cool, dass er so mit supportet hat und so, hat er mitgeholfen. Aber eigentlich ging es ja immer um den Tourette-Menschen so. Und da habe ich mich immer gefragt, wie viel Sinn macht der Kanal jetzt überhaupt noch ohne ihn? Ne? Was will jetzt der Tim noch so machen? Und jetzt macht er alleine weiter, so Tim mit Gewitter im Kopf. Und da bin ich gespannt, wie der Content aussieht. Getwitter im Kopf macht er jetzt. Und jetzt vielleicht werden nur noch Leute angebieft oder so. Ja. Aber also ich höre das zum ersten Mal, dass man Tourette operieren kann. Das ist irgendwie echt wild. Na, du kannst so im Kopf irgendwie per OP so ein paar Sachen irgendwie umknüpfen, keine Ahnung. Hat bei ihm gut funktioniert offenbar. Also in dem Video hat er nicht einmal einen Tick gehabt jetzt zum Beispiel. Oh. Ja, aber trotzdem interessant, ne? Wie du sagst, dass er meinte, er würde an sich nichts ändern und das ist ja auch eine absolut plausible Meinung an sich erstmal und dann doch. Ja, klar, kann auch vielleicht eine Art Trost sein oder man meint es in dem Augenblick doch irgendwie ernst, dass man irgendwie sagt, ja doch, es gehört zu mir, aber wenn du dann doch irgendwie vor die Entscheidung kommst, so ja, was würdest du an dir ändern oder würdest du dann das Tourette ändern? Ja. Es ist ja auch tendenziell eher einschränkend, als es dir weiterhilft, außer halt, du machst einen YouTube-Kanal, du kannst davon irgendwie leben. Ich glaube, man muss das halt immer abwägen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Möglichkeit hätte, durch einen Fingerschnipsen wieder Haare zu haben, würde ich das machen. Mhm. Aber so mir da irgendwie, weiß nicht, irgendeine Scheiße draufschmieren und hier so eine Dreckstransplantation machen, da sage ich, fuck off, warum? Ja, lohnt sich der Aufwand nicht. Ich glaube, das ist aber, also eine OP am Hirn würde ich auf keinen Fall machen. Nee, never. Also da muss dann bist halt schon... Bist du auch wach und so, ne? Das ist ja richtig eklig. Ja, da muss die Belastung schon sehr hoch sein und von Tourette weiß ich nicht, wie krass dir das auf den Sack geht selber. Hm. Also ich glaube nicht, dass dich das im Alltag so nervt, wenn du es gewohnt bist, wenn dann halt draußen die Leute so, dass die dich dann halt immer ein bisschen abfacken, dass die dann gucken. Würde ich jetzt mal einschätzen, aber... Und das Spannende ist, ja, durch den Kanal... Hab ich gemerkt, ich habe seit ich jugendlich bin, ja, ich hab auch Ticks, also ich habe ganz selten mal so ein Zucken irgendwie, wenn ich irgendwie auf der Couch sitze abends und entspannt bin, da mache ich manchmal einfach sowas hier oder... Aber vielleicht ist das Zucken vorm Einschlafen. Nee, pass auf, nee, das ist nicht nur abends, aber vor allem abends, manchmal auch am Tag und meine Augen auch, habe ich so Augenticks, manchmal esse ich sehr viel Blinzel und hat Jan mal erklärt, wie er merkt, dass es Tourette ist. Er sagt, es ist wie so, als müsstest du niesen, nur im ganzen Körper. Mhm. Das ist halt so kribbelt. Und das habe ich eben auch, wenn ich halt irgendwie manchmal an die Augen oder wenn ich halt irgendwie hier meine, ich habe es gar nicht gesehen, wenn meine Arme so ganz komische Bewegungen machen, ja, habe ich echt selten, aber es kommt halt vor. Manchmal auch ein bisschen stärker, wenn ich irgendwie Schlafstörungen hatte. Und das habe ich genauso. Es ist wie, wenn ich niesen muss und ich kann es nicht unterdrücken langfristig. Und das habe ich mit einer Ärztin besprochen, die auch die hat mir gesagt, das kann eine Tickstörung sein, die ich da habe. Und es wurde einfach nie irgendwie, es ist auch jetzt keine schlimme Diagnose, habe mich jetzt nie eingeschränkt stark. Aber es ist etwas, was ich habe und dadurch gelernt habe. Ich weiß nicht, ob das ein Problem wäre, wenn du zum Beispiel Pilot wärst und auf einmal so einen Zucker in den Arm kriegst. Nee, es ist echt eher, wenn ich gerade nichts mache. Okay. Es ist eher so, wenn ich auf der Couch sitze und ferngucke. Und da habe ich manchmal aus der Kalten so ein... Durch den ganzen Körper fährt das so durch. Und meine Augen manchmal auch, dass sie so ein bisschen zucken und so. Und es ist echt so eine, kann eine Tickstörung sein. Aber meine Ärzte meint auch, hat keinen Sinn, das zu untersuchen und irgendwas zu machen, wenn es mich eh nicht einschränkt. Aber kann halt in die Richtung gehen. Deswegen hat mir der Kanal auch sehr geholfen. Und ich weiß noch, dass ich ihn damals im Podcast vorgestellt habe, als noch ganz wenige Follower hatten. Und wir so einer der ersten waren, die groß gemacht haben. Wir haben die groß gemacht quasi. Also wir haben quasi für die Heilung von dem Tim gesorgt. Oder nee, wer ist Tim? Jan. Der Jan. Von Jan. Wir haben ihn geheilt. Haben ihn geheilt selber. Weil ohne diesen Kanal hätte er nie den Mut gefasst, sich mit einem Eispickel einen Schädel bohren zu lassen. Wo ist der Nobelpreis, liebe Leute? Ja. Schön. Also das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Mhm.
Ich hätte jetzt unterhaltungselektronisch von Gollum eher übergeleitet zu Spider-Man, der quasi das Pendant ist. Denn Spider-Man ist ein neuer Film, der rausgekommen ist. Ich glaube, Across the Spider-Verse heißt der. Habe ich Trailer Und gesehen, sah echt spannend das ist der aus. zweite Teil. Ich habe den ersten gesehen. Der erste ist bisher der erste und einzige Film, den ich alleine im Kino gesehen habe. Und das auch nicht bereut. Das war in Berlin, es war schön. Und jetzt kommt der zweite Teil raus. Ich habe irgendwie gerade noch nicht so den Drive, den zu sehen. Kino ist halt eh teuer. Da bin ich wirklich jetzt gerade nicht drauf, dass ich den unbedingt im Kino sehen muss. Aber früher oder später werde ich den auf jeden Fall sehr gerne mir reinzwirbeln. Nice, warum nicht? Was ich zuletzt auch gesehen habe, ist John Wick 4 jetzt endlich mal, nachdem er 2 Monate irgendwie im Kino war. Den habe ich nicht im Kino gesehen, den habe ich auf VHS gesehen. Und Echt? nein. Schade. Und ich muss sagen, also Story hin und her, Action-Szenen auch, ne? Es gibt da die berüchtigte Hotline Miami-Szene. Aber was ich echt sagen muss, dieser Film ist. Also ich habe wirklich wenig Filme, außer vielleicht sowas wie. Na, ich komme gerade nicht drauf. Oh, fuck, Mann. Wo Denis Villeneuve die Nachfolgefilm gemacht hat. Nicht Cyberpunk, Lego Star Alter. Wars. Mit Deckard, mit Han Solo, mit Harrison Ford. Ich komme nicht drauf. Ihr wisst alle, was ich meine. Egal. John Wick, da ist wirklich. Es gibt diesen Kanal, diesen Film-Nerd-Kanal. Every Frame a Painting. Der hat, glaube ich, auch schon 3, 4 Jahre nichts gemacht. Aber dieser Film ist für mich wirklich jeder Frame ein Gemälde. Das ist echt krass, weil die da so viel mit Licht spielen und mit geilen. Ja, also so. Keine Ahnung, so Filme wie Budapest Hotel oder sowas, ne? Ich komme gerade auch da auf den Namen vom Regisseur nicht. Wes Anderson. A Cure for Wellness ist auch so ein Film, wo ich sage, der hat mich mehr vom Bild überzeugt als von der Geschichte. Ja, den habe ich War ich nicht auch im gesehen. Kino. Das sind richtig starke Bilder, die die gemacht haben. Also Ja. Wes Anderson hat auf jeden Fall auch dieses mit der Aufteilung, dass du immer so richtig parallele, symmetrische Sachen und so hast. Aber hier ist es einfach, das ist so insane, was da alles für. Da sind halt, die sind in Osaka zum Beispiel und da sind überall irgendwelche Neonlichter und alles sieht so geil aus. Du kannst ja wirklich jeden. Dann sind sie auch in Berlin, im Himmel und Hölle. Auch, Alter, die Lichter, Alter. Das ist so insane. Du kannst wirklich jederzeit auf Stopp drücken und kannst du dir ausdrucken an die Wand hängen. Es ist so Okay, insane. das ist krass. So, das wollte ich nur sagen und Cross the Spider-Verse habe ich nicht gesehen, deswegen kann ich dazu nichts sagen, aber die Kritik ist sehr begeistert wieder vom Film, wird auch noch einen dritten geben, ich glaube nächstes Jahr. Und das ist doch schön. Auch schön ist der Hashtag Stolzmonat, den die AfD ausgerufen hat. Denn wir haben ja gerade den Pride Month Oh Gott. und um was dagegen zu setzen, hat die AfD jetzt oder einige von denen den Stolzmonat eingeführt, wo sie mal die Deutschlandflagge mal hochhalten und sagen, ey, wir sind auch wichtig und unter der Deutschlandfahne sind wir ja alle Die vereint. haben sonst echt nichts, oder? Also ich denke mir jedes Mal, was haben die außer, wir halten mal hier so eine Fahne hoch. Das ist ja nichts. Ja, Da auch ist ja nichts die zu holen. Diskussion, weil man gibt es ja nicht mal eine Straight Pride und sowas und heterosexuellen CSD, wo ich sage, ey, wenn in 100 50 Länder der Erde Heterosexuelle verfolgt werden, bestraft werden und getötet werden, dann mache ich gerne auch ein Hetero-CSD mit. Aber solange es nicht so ist, halt die Schnauze und hast endlich mal die Was? marginalisierten Gruppen irgendwie kämpfen für ihre Sichtbarkeit. Das wäre dann der Cis-SD. Ja, von mir aus. Mach den gerne, stört wahrscheinlich keinen, aber es ist halt sinnlos. Wofür kämpfst du denn als Heterosexueller? Also wofür kämpfst du? Na, dass hier die Schwulen nicht mehr sich in der Öffentlichkeit küssen, weil mein Kind wird dann auch Ach so, schwul. stimmt. Ja. Genau. Das war wie mit All Lives Matter und so. Es ist erstmal eine richtige Aussage, aber wozu brauchst du diesen Slogan All Lives Matter? Wofür kämpfst du denn? Also solche Slogans und solche, wie kann man das denn sagen, so Parolen brauchen auch irgendwie einen Kampf, wofür sie eintreten und was gerade wichtig ist. Und All Lives Matter ist halt nicht wichtig, sondern Black Lives Matter, also gerade geht es um schwarze Leben, die gerade wichtig sind, weil die werden am meisten bedroht. Ja, Und ich auch finde, das Pride ist Month immer ist relativ wichtig. einfach erklärt, wenn man sagt, hier, wir sind an der Straße, Haus Nummer 7 brennt und jemand ruft aus dem Fenster, ja, aber Haus 20 bis 80 sind auch wichtig. Ja, genau. So, das ist Ja. eigentlich die einfachste Erklärung, finde ich. Okay, wie Ja. ist es, wenn wir auch da eine Gegenbewegung machen? Wir rufen den Scholz-Monat aus Oh, er wird und wir Zeit. sagen jetzt mal hier richtig, ne?
Oh, jetzt mal so richtig Glatze rasieren und dann da sie stehen, ja, ein bisschen so reden. Ich dachte eher an den Breitmampf, und zwar, dass man breit ist und dabei ganz viel Sachen isst. Okay. Breitmampf. Ah, der Breitmampf. Dass man breit ist und ganz viel essen darf, und, genau, ja, okay. Und Hai ist. Der Breitmampf. Doch, finde ich gut. Ist geschenkt, liebe Leute. Hashtag Breitmampf. Wir machen das, wir in unsere Orgie im Moshpit bei Rammstein bauen wir das mit ein, bringt Fressen mit, das wird eine große Sache. Und fahren, wo Scholz draufsteht. Und ein bisschen Gras auch. Ja. Um breit zu sein. Zum Glück hat Scholz nicht ausgerufen, dass es Gesten gibt, die wir für ihn machen sollen. Das würde dann nämlich nicht so cool sein. Das wäre dann cringy. Ich habe hier eine kleine Sache, die ich kurz reinbringen will. Es gab nämlich einen kleinen, ja, ich würde es Fail schon nennen, einen kleinen witzigen Fauxpas. Es gab einen Livestream, da war auch so eine Art Quiz-Sendung quasi drin, aber es ist halt ein, ich weiß gar nicht, wer war es denn, bei Disguised Toast, ist auch egal. Auf jeden Fall war da ein gewisser Skara, das sind alles große Streamer, ist scheißegal. Es ist ein Twitch-Stream gewesen, wo so eine Art so eine Spieleshow quasi veranstaltet wurde. Und da wurde gefragt, wie heißt die Armbewegung, die super cringy ist und sich selbst benennt oder so. Und er sagt halt dieses typische bei, wie heißt es mit Chris Trebek, Alter, Jeopardy. Dieses What is, und dann sagst du das. Mhm. Und er sagt halt, what is Hagel Hitler. So. So, und alle so, what? It's a bit more than cringy. Und es ist super witzig, wenn du mich fragst. Es geht natürlich um die Dab-Bewegung. Ja, dachte ich mir schon, ja. Ja, und das war ein kleiner witziger Fail. Ich meine, dieses Hitler-Ding ist halt im Ausland auch weniger schlimm als bei uns. Ja, ja. Aber ist trotzdem wird witzig. Nur bei uns bestraft, glaube ich. Vielleicht noch woanders, aber ich glaube, Österreich, Schweiz wahrscheinlich auch. Und ich weiß nicht, ob man in Israel Hitler groß machen sollte. Schweiz ist so in Schweiz. Ich glaube, Schweiz auch doch, oder? Weil die Deutsch sprechen. Ich denke schon, manchmal, dass sie da auch einen gewissen Bezug zu haben. Und ich google einfach mal. Darf ich die gerade nicht? Darfst nicht googeln. Darf ich Hitler groß in der Schweiz machen? Das ist eine wichtige Frage. Der Hitlergruß bleibt in der Schweiz erlaubt. Aha, warte mal, was von 2010. Die Forderung, Nazi-Symbole zu verbieten, wird lauter. Hitlergruß und Hakenkreuz sind in der Schweiz nicht in jedem Fall strafbar. Aber auch bei uns nicht, ne? Also auch im historischen Kontext oder im künstlerischen Kontext darfst du auch. Aber das ist doch einfach, da gehen die hier, die Stolzmonat-Leute, gehen da mal hin und machen, können den ganzen Tag Hitlergruß machen, dann kommen die zurück und haben sich mal ein bisschen, ich verstehe das, ja, die Energie muss raus, ja. Wenn man einfach so einen nervösen Arm hat, das muss raus. Natürlich. Und da können sie es ausleben. Weil du gerade Scholz gesagt hast, gab noch einen Fail mit Olaf Scholz. Und zwar hat seine Security gepennt und irgendein Dude konnte sich durchkämpfen und hat Olaf Scholz umarmt einfach. Obwohl er eigentlich keiner an ihn ran durfte. Ist das letzte Woche passiert? Ich dachte ja, oder? Also, ich habe es zumindest gelesen die Woche. Ich habe das schon mal gehört, aber vielleicht war es auch nicht von dir. Wenn es jetzt einfach Nachtrag so, oder was? Ich halt meine, Scholz ist so ein lieber, kleiner, süßer Mann, den kann man ruhig jede Woche mal umarmen. Ja, was wäre denn, wenn das irgendwie Angreifer gewesen wäre, weißt du? Ich glaube, da war richtig dann die Kacke am Dampfen im Nachgespräch. Stell dir mal, also wenn du die Gelegenheit hast und Scholz nicht einem feuchten Flutschi ins Ohr gibst, dann also Chance vertan, sorry. Also Sonneborn hat gefordert, dass man sich endlich mal an Politikern festkleben soll und nicht an die Straße. Das wäre viel sinnvoller. Das finde ich auch, ist eine gute Idee. Ja. Dann hat man nicht wirklich was geschafft. Wir müssen auch über das Thema für mich der Woche sprechen, nämlich der Lina-Prozess. Ich wusste es. Ich habe es mir extra aufgeschrieben für den Fall, für den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass du es vergisst. Nee, das war mein Ding. Ich habe drauf gewartet. Um es ganz kurz. Du hast darauf gewartet, dass die Lina endlich verurteilt wird, die dumme Sorge. Ja, genau. um es kurz für die Menschen, die den Fall nicht kennen, zu erklären. Und zwar gibt es den sogenannten Fall Antifa Ost. Unter dem Slogan kann man das quasi. Oh, dein Ellenbogen ist richtig. Ja, ich muss dir mal kurz entspannen. Machen wir, kein Stress. Könnt ihr euch belesen, und zwar ist es so, dass es eine linksterroristische oder linkskriminelle Gruppe geben soll. Aha, da hast du es direkt relativiert. Oder linkskriminelle Gruppe es geben soll, ist noch nicht alles geklärt, ja. Mhm. Und zwar eine sogenannte Lina-E soll andere dazu angestiftet haben, verschiedene Neonazis und Rassisten anzugreifen, in Wohnungen aufzulauern, zu verprügeln und so, um denen so Denkzettel zu verpassen. Und sie ist dann ins Gefängnis gekommen, oder erstmal in U-Haft, die war jetzt 2 Jahre in U-Haft, um das zu untersuchen quasi. Und der Prozess ging jetzt sozusagen zu Ende.
Und sie wurde zu 5 Jahren Haft verurteilt, obwohl es, wie ich es mitbekommen habe, es wohl ganz wenig, also die Beweislage ist echt dünn tatsächlich. Es ist so, dass es gab ein paar Indizien und eigentlich ist es ja in einem Gerichtsfall so, dass du von jemandem die Schuld beweisen musst. Aber viele Beobachter des Prozesses haben irgendwie angemerkt, dass irgendwie sie ihre Unschuld beweisen musste. Und nicht andersrum. Also es gab eigentlich ganz wenige Beweise. Selbst die Opfer der Angriffe, natürlich kann man zur Gewalt stehen, wie man will, ja, aber auch nicht die Opfer der Angriffe konnten sie zuordnen oder die Leute zuordnen, die sie angegriffen haben sollen. Das heißt, da war schon mal nichts zu holen. Es gab einen wichtigen Zeugen, der auch im Zeugenschutzprogramm ist. Der war ein ehemaliger Anhänger von Lina und der Gang. Und der wurde aber selber mal outgecallt, weil er wohl sexuell übergriffig gewesen ist und wurde selber auch angeklagt deswegen von seinen eigenen Leuten und hat jetzt halt gegen sie ausgesagt, wo man sagen könnte, es ist ein bisschen Bias vielleicht auch mit dabei gewesen, weil auch teilweise Alibis von Leuten, die angeklagt sind, wurden von der Staatsanwaltschaft irgendwie weggekehrt und so. Und dann war, ich muss ganz kurz gucken, genau, konnte nicht identifiziert werden und auch dieser Vorwurf, dass es eine Organisation wäre, konnte überhaupt nicht festgehalten werden. Es gab keine Chatprotokolle, keine Aufzeichnung darüber, als sie sich organisiert haben. Also man konnte echt ganz wenig bis nichts beweisen. Trotzdem ist sie angeklagt worden und jetzt gehen sie erstmal in Berufung auf jeden Fall. Und bis dahin darf sie jetzt erstmal auf freien Fuß sein, bis das Urteil rechtskräftig ist von 5 Jahren, wovon sie aber 2 Jahren schon abgesessen hat. Das ist ganz kurz zur Übersicht. Dennoch, wie stehen wir denn da auf dem Papier erstmal zur Verurteilung hin oder her? Weil zum einen sagst du, naja, gewisse Schuld kann dort nicht bewiesen werden. Zum anderen wird sie aber schon auch als Heldin quasi gefeiert. Es gab Applaus im Gerichtssaal, als sie aufgetaucht ist. Ja, so. Auch ich muss sagen, ich habe mir auch in die Brust gefasst und geweint, als ich sie gesehen habe. Ich war ja nicht vor Ort, ich habe mir das aber angeschaut so ein bisschen. Und es war schon interessant, auf was für Menschen aufgestanden sind. Klar gab es auch so welche, die sahen aus wie schwarzer Block, aber auch so ältere Damen, die dann dabei waren, so mit Locken, lockigen Haaren und Brille, die so. Locken! Also ältere Damen, die haben auch geklatscht und so und waren auch so, ja, hier, nicht mutige Lina, aber ein bisschen Solidarität irgendwie für eine Person, die vielleicht zu Unrecht angeklagt worden ist. Weiß man ja noch nicht genau. Ja, ich weiß nicht, also auf der einen Seite, das passt für mich halt nicht 100% zusammen. Auf der einen Seite sagst du, sie ist mutig, auf der anderen Seite nein, also die Person jetzt, oder was auch immer. Auf der einen Seite soll sie mutig sein, auf der anderen Seite aber auch unschuldig. Wofür ist sie dann mutig? Weil sie halt wie eine Terroristin behandelt worden ist. Ich meine, die wurde ja nichts mit Mut zu tun, wie sie behandelt wird. Naja, sie wurde in den Medien, wurde sie ja mit Beate Zschäpe gleichgestellt, die ja wirklich Menschen ermordet haben, so reihenweise, jahrelang. Ja. Wo sich die Polizei da einen Dreck drum geschert hat. Und wurde auch irgendwie richtig medienwirksam mit Helikopter hin und her geflogen und so und weiß ich nicht. Und dass sie halt 2 Jahre in Haft war, ohne dass es halt Beweise gab, also so richtig Beweise gab und U-Haft 2 Jahre ist eine lange Zeit. Ja. Bei Michael Ballweg zum Beispiel haben alle gesagt, die ganzen rechten Querdenker, die haben den so lange in U-Haft stecken, wenn er überhaupt nicht bewiesen ist, der kann doch einfach auf freien Fuß sein und so, während sie ermitteln. Berliner war es so, ja, ihr geschieht jeder Tag in Haft recht, wo es das Gleiche eigentlich war, ne? Ja, also ich muss sagen, in den ganzen Details zum Fall bin ich nicht genug drin, um das jetzt bewerten zu können. Ich kann mir vorstellen, dass du eher in Kreisen bist, die das für sie günstiger auslegen, ohne zu sagen, dass das jetzt definitiv so ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es so sein könnte. Man hat eine Meinung zu dem Ich habe Thema. Noch genügend Vertrauen in den Rechtsstaat, dass da trotzdem halbwegs seriös gearbeitet wird und nach Sachen gesucht wird. Ich weiß nicht, ob da zu viel durch indirekte Beweisführung vielleicht irgendwie konkludiert wurde. Noch zum Kontext, es ist ein sächsisches Gericht. Ah, das ist natürlich, also, ja, ich weiß, also, ne, ich bin mir auch absolut dessen bewusst, dass es durchaus, also, ein Richter, der komplett neutral ist, ist ein schöner Gedanke, aber realitätsfern. Ja. Trotzdem habe ich da also, ne, die müssen ja das trotzdem irgendwie auch vor mehreren Leuten rechtfertigen, wie dem auch sei. Ich würde von dem halt weggehen wollen, weil ich das überhaupt nicht juristisch beurteilen kann, aber so die Grundsache, da kann ich zumindest zu sagen, dass ich da immer noch nicht so von angetan bin, Eigeninitiative, also das ist ja auf jeden Fall passiert. Selbstjustiz, dafür gibt man ja aus, also es gab Menschen, die haben diese Rechtsradikalen überfallen und verprügelt. Das ist erstmal klar. Und das halt wer es war, ist noch nicht ganz klar. Und das halt auch als Präventivschlag und nicht als
naja, es war jetzt nicht random, der könnte ja Nazi werden, gehen da jetzt mal rein. Nee, es waren schon auffällige Faschos. Ja, auffällige Faschos, aber sie haben in dem Moment des Überfalls nichts gemacht, was irgendwie eine Wehr erfordert hätte, sondern es war schon ein gezielter, und da finde ich auch voll korrekt, wenn man von Terrorismus spricht, weil Terrorismus ist politisch motivierter, Das ist halt Angst verbreiten letztendlich, ne? Auch, ja. So habe ich Terror immer. Finde ich okay, das erstmal zu nennen. Das jetzt in einen Atemzug mit irgendwie RAF oder sowas, das ist natürlich Schwachsinn. Ja. Aber das in dem Fall mal zu benennen, finde ich völlig fein, genau wie ich das absolut notwendig finde, dass man die ganzen Spackos, die in Amerika irgendwie treffen sich da auf der Wiese vor dem Washington Monument und in ihren quasi Ku Klux Klan Monturen und marschieren da auf und also das, da muss man schon auch das klar benennen können, dass das alles schwierig ist. So. Aber man will ja auch nicht mal auf andere zeigen, ja. Also ich will ja auch nicht mal sagen, ey, das eine rechtfertigt das andere. Aber es gibt echt spannende. Brauchst du irgendwas? Ich habe kurz überlegt, ob ich hier ein paar Seifenblasen mache, aber das sehen ja wieder keine. Aber das hören die ja bestimmt. Okay, ich mache jetzt mal ein paar Seifenblasen. Also ich bin halt auch kein, dieses Lina-Thema hier ein bisschen freudig zu gestalten. Ich bin eben auch kein Fan davon, dass man auf andere zeigt und das dann irgendwie besser macht. Blub, blub. Zack, Mikrofon kaputt. Aber es gibt halt spannende Auflistungen davon, von irgendwelchen rechten Straftaten, wie die halt bestraft worden sind. Ja. Da finde ich halt, das ist halt keine Relation, dass halt Lina 5 Jahre bekommt und ihre Komplizen da 3 Jahre, während es richtig schlimme und bewiesene Fälle von Rechtsradikalismus gibt und von Morden und von harten Angriffen, die auf Bewährung teilweise ausgesetzt worden sind und wo die Urteile so harmlos waren. Das ist einfach keine Relation, ja, also das muss man auch mal sagen. Und vor allem deswegen finde ich auch Proteste gegen dieses Urteil sehr wichtig. Nicht unbedingt, um zu sagen, ey, ich finde jetzt Gewalt super und Selbstjustiz und so, sondern einfach nur, dass das Urteil irgendwie nicht gerechtfertigt ist oder nicht die richtige Relation hat. Heute war jedenfalls Tag X, ne, und deswegen gab es viele Proteste, oder vor euch gestern, Proteste in Leipzig und auch in ganz Deutschland gegen das Urteil. Ich will zumindest nur mal sagen, dass ich halt glaube, dass du nicht die Normies willst du im Grunde auf deine Seite holen. Du willst die Normies zu dir holen, dass die nicht bei Pegida mitlaufen und dann indoktriniert werden. Ja. Und ich glaube, mit solchen Aktionen holst du die nicht auf deine Seite, sondern schreckst sie ab. Soll ich das Ziel vielleicht? Natürlich ist das nicht das Ziel, aber das wäre mein Ziel und ich finde mein Ziel vernünftiger. Das ist deine Meinung. Du machst Deutschland nicht schlagartig, großartig, nazifrei, nur weil du 10 Nazis in 3 Jahren umboxt. Also, nee, darum geht's auch überhaupt nicht. Das ist jetzt nicht so. Ich will es ja auch nicht gutheißen, da will ich es nochmal im Podcast hier in der Öffentlichkeit erwähnen. Ich finde es nicht gutheißen, dass man Menschen verprügelt, ja. Ich will halt nur sagen, es hat da auch nicht mal den Hintergrund zu sagen, man will jetzt irgendwie alle überzeugen, indem man jetzt Leute verprügelt. Manchmal ist es auch einfach nur, Alter, du laberst Scheiße im Internet. Du verprügelst irgendwie Ausländer und Schwule und keine Ahnung. Jetzt kriegst du mal einen aufs Maul. Das ist, glaube ich, eher so dieses Spiegelvorhalten und dieses, guck mal, eigene Medizin schlucken. Muss man nicht gut finden, nicht gut heißen. In Demokratie ist es auf jeden Fall was bestraft gehört. Ich festhalten. Was auch gestraft gehört, ist das Verhalten von Netflix. Ich weiß nicht, ob das jetzt in Deutschland angekommen ist, weil ich habe das Passwort nicht gerade. Also normalerweise könnte ich mich in den Account noch reinloggen, aber ich weiß nicht, ob das in Deutschland jetzt schon final angekommen ist. Account-Sharing wird immer mehr gestoppt. Genau, also in Amerika ist es auf jeden Fall durch und in wie heißt es nochmal? Deutschland? In Verwendung, in Action, war das, was ich sagen wollte. Egal. Und ein paar aus der Oase haben auch gesagt, da kann man sich übrigens über Patreon reinkaufen, haben auch gesagt, dass das bei denen schon ist. Ich kann es nicht beurteilen, aber es ist so, dass das Account-Sharing, womit Netflix Jahre geworben hat, immer Liebe ist, ein Passwort zu teilen, bla bla, dass jetzt auch großflächig endlich mal quasi angegangen wird, um noch mehr Geld zu scheffeln. Du musst jetzt mehr bezahlen, um mehr Zugang zu haben. Und wenn du das Basisding hast, kannst du, glaube ich, irgendwie nur noch an 2 oder... Ich weiß es nicht, wie es genau ist. Was ich eigentlich sagen will, wenn ihr unbedingt für eure Shareholder sichern wollt, dass jedes Jahr unbedingt der Gewinn gesteigert wird, vielleicht spart ihr einfach mal an den horrenden Summen, die ihr irgendwelchen Schauspielern gebt, irgendwelchen Dwayne Johnsons für eure Drecks-Greenscreen-Filme, die alle scheiße sind. Und vielleicht könnt ihr da ein bisschen... Ja, und das nicht auf den Kunden abwälzen, weil du musst dir jetzt vorstellen, da geht ein Dwayne Johnson in irgendeinen Film rein und also als Schauspieler natürlich und nicht zum Angucken und kriegt, was weiß ich, 100 Millionen
Nur damit er seine Larve da reinhält und dann ist das aber ein Film, der dann, okay, er ist da, schön, cool. Vielleicht stattdessen einfach zwei gute Filme lizenzieren. Mhm. Ja. Und das ist wesentlich günstiger. Nee, die müssen immer mehr aber wachsen. Aber nee. Die müssen immer mehr wachsen, mehr Einnahmen erzielen, sonst gehst du unter quasi. Ja, das ist so ein Schmutz, Alter. Also ich habe auch jetzt mitbekommen, also bei mir ist es noch nicht so, also ich teile mir den Account auch mit zwei Leuten, aber es ist halt mein Account quasi und ich teile mir das mit zwei Leuten und die haben noch nichts gesagt bis jetzt. Aber ich habe jetzt auch mehrfach gelesen, dass in Deutschland wohl noch ausgesetzt so ein bisschen ist, weil sie haben wohl doch sehr viele Abos verloren, sehr viele Konten verloren und sehr viele, die dann gekündigt haben. Und das ist wohl erst, habe ich bei Solmecke, glaube ich, mitbekommen, erst dann recht heftig ist, wenn du es quasi, wenn du den zustimmst oder so, wenn du es nicht machst als Schlupfloch. Das dann klingt fast wie dieses, du postest auf Facebook, ich gebe meine Daten nicht an Facebook, so genau, ein Kettenbrief. Genau, ja, aber irgendwie so war das, glaube ich, das ist, je nachdem, was du für Einstellungen hast, wird es bei dir halt gemacht oder noch nicht gemacht. Da gibt es wohl noch so ein Schlupfloch, ich habe es noch nicht ganz verstanden, aber das gibt es wohl auch noch irgendwo. Okay. Und da gab es auch einen lustigen Beitrag von Videobuster, was ja quasi der Vorfahre von Netflix war, dass du in irgendeinen Laden gehst oder in einem Bus auch teilweise. Videobuster? Oder kannst du halt Videos ausleihen. Blockbuster? Nee, Videobuster gab es bei uns. Ach, in Deutschland, okay, das weiß ich nicht. Aber wir hatten Videobuster im Nachbardorf. Okay. Das war so ein Bus, der hatte Videospiele und DVDs und CDs. Und du konntest eben ausleihen gegen eine kleine Gebühr. Und die haben eben, die sind ja jetzt natürlich irgendwie obsolet, ne, durch Netflix. Und die haben es aber gepostet, wenn die noch irgendwelche Accounts haben, immer dran denken. Uns war es immer egal, wenn ihr eure Sachen verliehen habt, Hauptsache habt die DVDs pünktlich wieder abgegeben, so wenn die Frist abgelaufen war. Und das stimmt. Ja, also die haben jetzt historisch gesehen, haben die recht. Videobuster und Blockbuster und so. Ja, aber was viel wichtiger ist, zur Abwechslung ist Erdogan mal an der Macht. Ja, endlich mal frischer Wind in der Wow! Das Mikrofon stürzt. Ja, genau, Erdogan stürzt die Meinungsfreiheit. Das Mikrofon ist schon auf dem Weg nach unten. Endlich frischer Wind in der Türkei. Erdogan wurde jetzt auch wieder vereidigt. Es gab eine ganz knappe Stichwahl. Und spannenderweise dürfen ja auch in Deutschland die Menschen wählen, die halt noch türkischen Pass haben. Und auch die reiten ihre wie sagt man, Leidensgenossen, nee, ihre Landsleute in der Türkei richtig in die Scheiße, in denen die selber in Deutschland in Saus und Braus und Freiheit leben, mit YouTube und Twitter und alles davon. Mit YouTube und Twitter, die goldenen Sachen der Freiheit. Aber die wählen halt dann in ihrem Heimatland jemanden, der das alles verbietet und sperrt. Das finde ich einigermaßen schwierig. Und der ist auch schon 69, ne? 420. Achso. Ja, ich wollte es nur mal erwähnen. Ganz stolz. Was viel wichtiger ist, Tino, in dieser Woche ist ein neues Phänomen hochgekommen. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es in der Oase gesehen hast, wir haben es reichhaltig diskutiert. SpongeBob KI. Das ist ein YouTube-Kanal, der heißt AI Sponge. Und der ist, wenn der nicht mittlerweile, wenn ihr das hört, gebannt wurde mal wieder, ist der bei irgendwie 160.000 mindestens Abonnenten. Und das ist wirklich jetzt weitestgehend in der letzten Woche passiert. Und das ist einfach eine relativ freudige KI, die so SpongeBob, so edgy Jokes auch, AI Sponge habe ich gesagt, AI Sponge, generiert. AI Sponge, gucken wir mal, was der Kanal gerade hat. Und das ist quasi ein 24-7 Dauerstreamer, der hat jetzt 160.000 Abonnenten und als wir den vor 5 Tagen das erste Mal angeguckt haben, waren es noch 45.000. Also der geht schon richtig steil, aber es ist wirklich den ersten Link, den ich geschickt bekommen habe. Ich gucke rein, die erste Sekunde, Joe Biden hates irgendwas, ist schon zensiert, tippt 420 and became a fish. Also wenn du was donatest, bist du dann so ein Fisch, der im Hintergrund rumsteht. Da steht dann Kamslat und was weiß ich alles rum. Witzig. Und Dinger. Aber dieser Mensch hat halt zur Donation geschrieben, I hate gays, blacks, Jews and Mexicans. Und also wirklich, ich sehe das als allererstes und zack ist der Stream weg. That's why we can't have nice things. Ja, so, aber der Kanal hat trotzdem noch gelebt. Und da bin ich jetzt ein bisschen drin gewesen. Ich muss sagen, mit einer Zeit hat sich der Gag dann auch aufgebraucht, die Sachen, die da passieren. Das ist ganz witzig zum Beispiel gewesen, das erste Mal, als Thaddeus kam, die reden so die ganze Zeit relativ leise. Hey, Patrick, what's going on?
Hey, Squidward, what's up? Und Thaddeus ist halt einfach super laut und sagt so, ah, nothing, I'm just thinking about how communism works. Es ist schon ziemlich witzig. Aber ja. Ich finde halt den Gedanken, dass da irgendjemand das programmiert hat, sich dann zurücklehnt und da das Geld nur so reinrödelt, finde ich irgendwie auch irgendwie nicht so cool als selber Content Creator. Vielleicht bin ich da auch neidisch, aber ich denke mir, das ist irgendwie einfach ein bisschen nicht so geil. Machst du auch einfach mal einen KI-Stream, Alter? Ja, ich habe halt mal einen KI-Stream gemacht insofern, dass ich ChatGPT immer gefragt habe, was soll ich als nächstes tun. Aber so alles automatisiert passieren lassen, finde ich dann irgendwie... Ich würde dafür niemals Geld hingeben und deswegen weiß ich nicht. Andererseits, wenn jetzt jemand im Stream irgendwas richtig Cooles macht oder was weiß ich... Ich weiß nicht. Du brauchst nur, ich will es nicht grundlos haten, aber... Du brauchst nur ein 3D-Model von dir und so kannst du dein Zimmer nachbauen und dann machst du auch das KI-gesteuert. Da können Leute irgendwas einreichen. Dann kannst du hier irgendwelche Backflips machen in deinem Zimmer und dann können die auch bezahlen. Kannst du outsourcen. Das habe ich gelesen, gut. Ansonsten habe ich noch die größte Sache eigentlich diese Woche, die du komplett übergangen hast, weil du natürlich Inderfeind bist. Ja, natürlich. Was ja. ist in Indien passiert diese Woche? Aha. Warte mal, doch, ich hab was gelesen, dass irgendwas gewesen ist, aber weiß ich gerade nicht genau, bis das war. Da sind viele Leute Zug gefahren. Dann war es das, glaube ich, nicht, nee. Und dann ist ein anderer Zug in die reingefahren? Nee, doch, und dann noch einer. Doch, viele Menschen sind gestorben. Doch, ich habe irgendwas von einer Massenkarambolage gelesen. Ich dachte, es war was mit Autos, aber also es waren Züge. Es sind bisher mindestens, 290 habe ich jetzt schon aufgeschrieben. Ich dachte 190, holy shit. Ja, nee, es sind über 290 zu diesem Zeitpunkt. Und gestorben und über 900 wahrscheinlich zum Zeitpunkt der Aufnahme schon über 1000 Verletzte. Da sind auch Schwerverletzte dabei, also die gestorbene Zahl geht noch hoch und das ist Wie kann das denn passieren, Alter? Das ist schon insane. Also es ist wirklich, dass quasi ein Zug einem anderen komplett aufgefahren ist und quasi sich so richtig die Abteile ineinander gefaltet haben. Ah, shit. Und das ist schon insane. Ja, und das kriegt aber ja keiner mit, weil ach, ist ja Indien. Dann muss ich das nächste Mal, wenn Jay Kenny bei mir im Stream ist, das ist ja Inder, der immer zuguckt, muss ich mal fragen, hey, wie war denn das? Weil er kein Betroffener war, ne? Hoffentlich nicht. Aber das ist schon krass. Also so eine Zahl, ich weiß gar nicht, wie viel passen in einen so einen Abteil rein. Bestimmt 100 Leute mindestens, oder? Vielleicht ich kenne die Züge nicht. Ich weiß nicht, wie das bei denen aussieht. Naja, wenn das aussieht wie Deutsche Bahn, das ist jetzt ja auch wieder ein Klischee, aber man kennt ja diese Bilder wohl quasi... die aus den Zügen noch so aus den Fenster quillen. Ja, und überall draufstehen. Über draußen, und so, genau, ja. Also wenn das so ein Zug war, Heidewitzka, Alter. Stell dir mal vor, du bist auf so einem Zug und siehst von hinten so eine Dampfwalze anrollen, ey. Nicht cool. Nicht cool. Gut, das muss man eingeordnet haben. Ja, wie sowas passieren kann, frage ich mich immer. Das muss ja auch alles koordiniert werden, so diese Zugfahrten. Und das kommt schon mal vor, dass aus Menschenversagen mal zwei Züge... zusammenstoßen und so, aber so viele Züge... Weißt du, und wir beschweren uns hier, dass die Deutsche Bahn mal zu spät kommt. Stimmt. Haben wir denn nur keine anderen Probleme? Ja, man, auf hohem Niveau. Ja, die hätten profitiert davon, wenn der Zug dahinter mal zu spät gekommen wäre. Siehst du? Ich habe jetzt das Deutschland-Ticket übrigens und kann jetzt halt gestern quasi durch ganz Deutschland fahren. Ich bin gespannt, wie sehr ich es ausnutzen werde. Okay. Aber ich fand den Zug jetzt gar nicht so voll, ehrlich gesagt. Stell dir mal vor, wir hätten das großdeutsche Ticket haben können. Tja, bis nach Polen fahren, wa? Ja. Für 40 Euro. Österreich, ne. Für 88 dann wahrscheinlich, ja. 88 Reichsmark-Ticket. Ja. Sollte nicht sein. Es hat nicht sollen sein. Es wird dünner, ihr merkt es. Macht nicht diese cringy Handbewegung mit dem Arm, sonst ist das peinlich. Ja. Ich habe auf jeden Fall einen Song für diese Woche. Ich muss es loswerden. Gerne. Wir können natürlich die Woche vorher noch bewerten. Und da muss ich mindestens eine 290 geben für die Inder. Ich will auch sehr viel sagen. Also ich bin... Wir haben Lina, wir haben das mit den Zügen und ich weiß, dass das euch an euch allmanns allen vorbeigegangen ist, weil das ist ja kein westliches Land, was da gelitten hat. Aber es ist insane, wie viele Leute da umgekommen sind. Dann haben wir, naja gut, Gollum, Spider-Verse, okay. Aber Rammstein war natürlich eine große Sache. Ne? Lil Tindemann hatten wir, also es ist schon einiges passiert. Mhm. Deswegen, ich würde... Oh, ist es eine 8 schon? Eine 8 würde ich, glaube ich, mal wieder zücken. Es ist mal wieder Zeit. Lange ist es her, wir hatten jetzt immer ganz viele Wochen, die waren so auf 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8. Genau, aber nichts bei 8. Zählen können wir. Schaltet wieder ein. Und du hast einen Song für die Playlist? Ich habe einen Song für die Playlist. Es fehlt NDW in unserer Playlist. Tino, ich will Spaß. Oh, von Markus. Ich habe diesen Song nach ewiger Zeit mal wieder angeschmissen. Dann ist mir aufgefallen, wie räudig der Typ singt. Und da dachte ich mir, wie konnte der mit dem Song erfolgreich werden? Mein Maserati!
ungefähr 210. Wenn du das hörst. Alter. Ey, ich habe wirklich die erste Zeile gehört. Ich saß allein bei mir im Zimmer. Ich habe mich so bepisst auf einmal. So von 0 auf 100. Ist dir nie aufgefallen? Das ist so hart und deswegen musste er da rein. Dann habe ich aber noch eine Live-Performance gesehen von diesem Film, von diesem Song bei Deutsche Hitparade oder so. Und da ist so eine am Keyboard dabei. Die hat natürlich Zöpfe. Da habe ich einen Bias. Ich gebe es zu. Aber wie die einfach die pure Lebensfreude versprüht. Markus, ich will Spaß, ZDF Hitparade 82. Die ist da am Klavier am Machen. Das ist alles ein Act, ja? Aber die fühlt es so hart in dem Moment. Die macht mich einfach nur glücklich. Also guckt euch am besten noch Ich will Spaß von Markus beim ZDF an, wenn ihr gute Laune haben wollt. Wenn nicht, dann lasst es sein. Ist auch okay. Aber jetzt guckt ihr doch mal diese glückliche Dame da an. Das waren ja auch so Playback-Musikerinnen irgendwie. Natürlich, ne? Die macht da gar nichts. Aber die ist einfach so happy, Alter. Auch der Schlagzeuger wieder so rum. Der hat zwei Bälle, der Schlagzeuger. Der hat einfach nur zwei Bälle. Es ist so gut. Also war das früher. Das war alles crazy, ne? Ja. Und lustigerweise, Markus... Da, wie die fröhlich ist. Er singt ja auch bewusst so. Er hat ja auch ganz viele Songs, wo er ganz normal singt. Hat nur für den Song diese Stimme ausgepackt, weil es halt zum Song gepasst hat. Hm. Der ist eigentlich gar nicht so ein Sänger. Aber der ist doch sehr aktiv, ne? Der gibt auch noch Live-Konzerte. Ja, der hat irgendwie erst doch eine Remastered-Version davon hochgeladen. Guck doch mal, wie die gerade hier die Schaufenster-Scheibe hier, wie die Scheibenwischer... NDW war eine ganz eigene Zeit. Ey, ohne Spaß. Auch so Hubert K. Da, wie die Scheibenwischer-Move macht. Ja. Was ist das für ein geiler Dance? Also Trio, Hubert K., die hatten immer so richtig geile Auftritte bei der ZDF-Hitparade gehabt. Kann man sich echt mal angucken. Das ist einfach, das atmet 80er, das ist einfach so geil. Geile Zeit. Ich weiß, dass die 80er in den letzten 10 Jahren hart ausgeschlachtet wurden, was neue Medien angeht, so nostalgiemäßig. Aber es ist halt einfach eine geile Zeit gewesen. Das war, guck mal, da war halbwegs entspannt. Ja, es gab kein 9-11. Natürlich gab es noch so ein bisschen Spannungen, Ost-West-Konflikt, bla bla. Aber an sich... Die 80s, also das ist schon... Und ich finde halt das... Also es muss nicht dieses 80er-Jahre-Trash-Ding sein, aber dieses lustige Texte oder belanglose Texte, das fehlt mir in der deutschen Musik. Das ist wirklich einfach... Das fehlt mir gar nicht. Doch, nicht. Echt nicht. Hörst du ständig so belanglose Texte? Nee, aber pass auf. Du meinst, genau wie ich, auch diese prätentiösen, pseudodiepen Texte, ja, oder genau, nicht? Ja, genau. Das ist scheiße. Der weiß ja, dass es Müll ist. Im Wagen vor mir ist ein kleines Mädchen und so eine Scheiße. Das ist ja alles Quark. Ja, aber das wussten die auch. Ja, stimmt. Und hier, und hier ist es jetzt genau sowas. Mhm. Und hier ist es jetzt so, ja, ich lasse das Licht für dich an. Oh, ohne dich penne ich nicht ein. Ja, und wir sind alle nur noch bei Facebook. Wir sind alle nur noch soziale Netzwerke, Kontakte. Das ist doch scheiße. Wow, wir entfremden uns, weil wir nur noch online unterwegs sind und machen nichts. Ey, das sind ja ganz Hot Takes. Das ist schwach. Dieses Menschenleben, Tanzen, Weltzeug, das muss alles weg. Das muss vernichtet werden und stattdessen muss der Dadaismus wieder in der deutschen Musik Einzug halten. Lustig, denn Falco war ein Dada-Künstler. Der hat echt ganz Alben... Falco hat einfach alles gemacht. Hat er auch. Der hat echt auch so teilweise Alben gemacht aus Dada-Texten und so. Der war ja voll Fan davon. Wenn du genau hinhörst, gibt Songs wie Kamikaze, Kappa, Dada-Love und so, Krise. Das sind Songs, die machen inhaltlich keinen richtigen Sinn. Da geht es nur um Wort... wie heißt das? Worte. Nee. Neologismen? Laut. Ach so, Wortlautmalerei. Nee, genau. Ohne Wort, nur genau. Lautmalerei. Und er hat ja auch sogar das unterrichtet an der Schule für Dichtung, halt so Dada-Kunst und so. Das würde dir gefallen. Ja. HGHT bitte in den Charts ganz oben. Und nicht irgendwelche Bosses und Philipp Heusels oder wie die ganzen Spacken alle heißen. Ich weiß, da gibt es noch so eine andere Welt, die mir ein bisschen verschlossen bleibt, um einen gewissen Apache. Ja. Das ist mir komplett fremd und das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Das ist natürlich auch sehr hart vertreten, aber das läuft halt nicht im Supermarkt. Ich will das Neue Deutsche Welle, Neue Deutsche Welle. Und von mir aus nennt es Alte Deutsche Welle oder Postmoderne Deutsche Welle. Ist mir scheißegal, aber jag das in die Supermärkte rein, dass wir einfach mal ein bisschen Leichtigkeit haben, mit der wir durchs Leben gehen. Und nicht dieses, das ist alles emotional gerade, ich vermisse dich und ich zünde eine Kerze für dich an und schieß mich. Shania Twain von mir aus. Schlag's fort hier. Ich wollte gerade eigentlich reinpacken. Ich war jetzt gestern beim Livid hier in Weimar. Da war so ein Singer-Songwriter-Konzertabend. Da war einer, weil du gerade sagst, es ist so beliebig. Ja. Da war ein Künstler, ich will gar nicht sagen, wie er hieß, weil ich nicht diskreditieren will. Der war, also war halt so ein, weiß nicht, ich würde schätzen, so Ende 30, Singer-Songwriter. Der hat
Singer-Songwriter auf Deutsch gemacht, wie es so, wie es ein Klischee ist. Er war ein Klischee-Singer-Songwriter, die Texte waren Klischee. Mhm. Alles so sehr deep und so, und aber alles so Reime, die man schon tausendmal gehört hat, und so Metaphern, die man tausendmal gehört hat. Und so, wir schauen der Sonne entgegen, Zeiten werden sich ändern und so. Direkt und, die Beine brechen. Nee, und ich dachte am Anfang, was für ein Kack. Aber ich habe ihm so gern zugehört. Er hatte so eine schöne Aussprache und ich fand die Texte trotzdem irgendwie so, dass man wegträumen will. Und ich fand es trotzdem auf den Punkt. Es war vielleicht jetzt nicht innovativ. Er hat dich also geblendet. Aber es war irgendwie richtig gut auf den Punkt gebracht und es hat mir echt gut gefallen. Hm. Was auch nicht originell war, aber ich fand es schön. Aber weil er nicht bei Spotify ist, habe ich jetzt Shania Twain wieder für mich entdeckt. Mhm. Eine Country-Sängerin aus den 2000ern. Mit Betonung auf Kant. Und der Song, den ich mag, ist nicht mal in der Top 5, Alter. Wie heißt denn der nochmal? Kaching. Das ist, das ist rassistisch. Die armen Chinesen können dafür nichts. Aber ich finde es gerade nicht. Shania Twain, Kaching, wenn ihr es gleich findet, tue ich es noch in die Playlist rein. Wir fliegen euch das ein. Auf jeden Fall könnt ihr schon mal einen Waschlappen rausholen, Leute. Werdet schon mal zum Wasserhahn gehen, den aufdrehen. Ein bisschen Shampoo, nicht zu viel, haben wir in dieser Folge gelernt. Das werdet ihr euch schon mal jetzt schön auf den Waschlappen aufpflegen und ganz sanft euren Körper damit einreiben, denn wichtig ist, wascht euch, liebe Leute. Tino wird es finden, da bin ich mir sicher. Ansonsten hören wir andere Musik gerade im Hintergrund bereits und es war ein großes Vergnügen mit euch. Wascht euch, habt einen schönen Sommer, trinkt nicht zu viel Alkohol, trinkt, wenn ihr was trinkt, trinkt gerne viel alkoholfreies Bier. Pisse! Das auch. Da habe ich den Jan kurz wieder aufleben lassen. Und alkoholfreies Bier soll wohl sehr gut sein. Gisela! Warme Tage. Ja. Gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, mal die Weltwelt aus. Pisse aus meinem Arsch.